Willkommen zum neuen Landschaftsfotografie-Video hier am Ammersee. Ich habe hier einen Baumstamm gefunden, der im Wasser liegt. Und zwar liegt er hier im Bereich Eidenried, also am ziemlichen Südufer des Sees, also süd-südöstlich. Und den Baumstamm möchte ich jetzt echt besonders gut einfangen. Wir haben in einer halben Stunde Sonnenuntergang genug Zeit, um mich da jetzt ein bisschen drauf vorzubereiten. Und jetzt kann ich euch sagen, wie ich es nicht mache. Und zwar werde ich jetzt nicht mit der Kamera hierher gehen und das Stativ einfach aufbauen, hier hinstellen und dann die Einstellungen wählen und dann das Foto machen, sondern ich lasse das Stativ jetzt an allererster Stelle erstmal liegen und winsel jetzt mit der Kamera erstmal um das Motiv herum, dass ich es geil einfange. Solche Motive habe ich schon ganz, ganz oft, nämlich aus der Perspektive so fotografiert, also von weit oben. Und das hat halt einen Vorteil, wenn man jetzt von oben drauf shootet, dann hebt sich das Motiv sehr gut von der Wasseroberfläche ab. Also das Motiv liegt im Wasser, sieht einfach schon mal gut aus. Aber es ist für mich jetzt nichts Besonderes, aus einer hohen Perspektive zu fotografieren. Deswegen schaue ich mal, wie wirkt es denn, wenn ich von ganz, ganz unten fotografiere, dass ich vielleicht die Wurzel mit einer Langzeit oder den Ast so mit einer Langzeitbelichtung im Wasser schweben lasse. Es geht, glaube ich, ganz gut, wenn man sehr, sehr niedrig geht. Und es würde sich aus der Perspektive, wenn ich jetzt niedrig fotografiere, echt gut anbieten, weil dann von weit unten sieht halt dieser Baumstamm noch viel länger aus, als dass er tatsächlich ist. Wirkt geil. Ich habe hier diese ganze schöne Struktur, die auch jetzt hell ist auf dem Baum, schön mit drauf. Das wirkt wirklich gut. Also einmal die Perspektive, bodennah. Auf 16 mm oder auch hier so der Klassiker, einfach voll drauf. Also für mich ganz, ganz wichtig, jetzt bei dem Motiv, bei den Lichtverhältnissen von unten zu fotografieren. So, machen wir jetzt das Bild, ich nehme euch mit, zeige euch die Einstellungen und dann gibt es am Ende ein gutes Bild. So, im ersten Schritt schaue ich, dass die Kamera in der Waage ist. Und werde den Baum jetzt auch von rechts nach links zulaufen lassen, dass die Spitze des Baumes in der Mitte ungefähr ist. Und zum Zweiten überlege ich mir, wie soll das Bild aussehen. Ich probiere es jetzt mal mit einem Blendenstern oder Sonnenstern. Deswegen knalle ich jetzt die Blende mal komplett zu auf F22. Und wähle den Fokus jetzt mal hier auf der Mitte des Baumes, weil bei einer F22 ist hier eh fast alles scharf. Und jetzt muss ich einfach nur noch die Belichtung anpassen. Dabei helfe ich mir jetzt mit dem Histogramm. Schaue, dass ich schön unterbelichtet bin, dass ich eben den Himmel noch retten kann in der Nachbearbeitung. Ja. Und dann komme ich jetzt hier raus auf einer 5 Sekunden Belichtungszeit, F22, ISO 100. Ich habe einen Filter drin, den ND64, um einfach auch lang belichten zu können. Aber es dauert einfach noch eine kurze Zeit. Schauen wir den Fokus nochmal sicherheitshalber an. Alles im manuellen Modus. Passt. Wow. Das ist gut. Hier achte ich jetzt darauf, dass ich nichts vom Ufer drauf habe, sondern nur den Baum. Und bei dem Bild brauche ich jetzt auch keine F22 mehr, weil ich ja keinen Blendenstern mehr brauche. Deswegen gehe ich jetzt mal hier schön runter auf eine F13 und bleibe auf 5 Sekunden. Und jetzt kann ich hier mal automatisch fokussieren. So. Mache auch hier eine echt schöne Langzeitbelichtung. Genial, cool. Was mir halt auffällt, ist diese schöne Spiegelung vom Schatten vom Baum. Das sieht echt ganz gut aus.
So, jetzt ist das letzte Licht noch da. Also, beziehungsweise die Sonne ist noch ein kleines bisschen zu sehen. Machen wir das Bild nochmal. Der Himmel ist auch wunderschön. Ich habe die Kamera jetzt nur ein paar Zentimeter verstellt, aber ich fokussiere trotzdem nochmal neu an. Ich mache das Bild jetzt hier auch 13 Sekunden lang, damit das Wasser schön geglättet ist, dass dieser Ast auf dem Wasser schwebt. Und dann erhoffe ich mir natürlich einen leicht roten Himmel. Vielleicht habe ich ja Glück. Das Schöne ist ja, wenn sich jetzt der Himmel schön rot einfärbt, dann sieht man diese Färbung dann auch auf dem Wasser. Da hoffe ich jetzt einfach drauf, dass das noch ein gutes Bild wird. So, jetzt ist es soweit. Der Himmel verfärbt sich schön ins Rote. Jetzt machen wir das Bild von weiter oben, damit ich einfach diese rote Färbung auf dem Wasser noch einfangen kann. Und hier kann ich jetzt auf einer F13 gute 6 Sekunden lang belichten. Ich mache es auch im Hochkantformat, dann ist es auch ganz gut für Instagram möglich, sowas zu posten. Und bei Instagram muss man aufpassen, dass man ein bisschen Platz lässt nach links und rechts, weil das wird immer ein bisschen reingekroppt. Schauen wir uns das Bild an und bam, Instagram-Foto. Schön. Aber so viel Zeit ist noch, ein Querformat, das Ding jetzt auch nochmal hier aufzunehmen mit der roten Färbung auf dem Wasser. Ich muss jetzt am Fokus nichts ändern, weil ich im Manuellen bin. Aber zur Bildkomposition drehe ich wieder meine Blende auf, dass ich den Vordergrund schön anschauen kann. Und ich sehe hier, ich kann den Himmel schön ins obere Drittel ganz easy reinsetzen. Hol mir den Baumstamm noch etwas näher ran. Wow, ist einfach ein super Bild. Ich habe jetzt gerade am Zoom gedreht, das heißt, ich muss doch noch mal kurz anfokussieren. Und habe hier diese Wolkenformation, die wie so ein Strich zur Sonne hinläuft. Das ist unglaublich schön gerade. Das ist echt schön. Schöne rote Färbung, 2 Sekunden Auslöseverzögerung. 6 Sekunden Bild und dann haben wir wieder ein geiles Bild heute gemacht, ey. Voll happy gerade. Oh. Sowas ist halt echt ein minimalistisches Bild und die Bilder wirken in meinen Augen am allerbesten. Wenn einfach nichts von dem Motiv ablenkt und man transportiert nur diese schöne Stimmung am See. Und wenn man so auf 16 mm fotografiert, ist der See auch unendlich groß. Das ist ja gerade schön und das Besondere hier. Und was jetzt passiert ist, die Sonne geht noch ein Stückchen weiter runter und dann werden die Strukturen auf diesem Baumstamm noch besser sichtbar. Dann wird es eigentlich immer einfacher zu fotografieren. Polfilter habe ich jetzt auch nochmal gedreht, dass die Steine noch besser zur Geltung kommen. Der Wind ist jetzt auch komplett weg. Das heißt, das Wasser ist echt platt. Also so macht Fotografieren Spaß. Funktioniert gut. Sehr geil. Jetzt habe ich hier an einem Motiv wieder eine Stunde lang Zeit aufgebracht, einfach weil es das wert ist. Ich wollte es einfach perfekt einfangen. Die Stimmung ist schon echt geil. Der Himmel verfärbt sich jetzt gerade in diese Pastelltöne da hinten. Oh. Und ich warte jetzt wirklich noch ab. Das muss sein, um hier noch das Maximale rauszuholen.
So, der Himmel gibt jetzt wirklich alles. Er ist schön feuerrot, das Wasser ist rot, also besser geht's nicht. Das hat sich jetzt wieder mal gelohnt, hier ein bisschen länger zu bleiben. Ich mache jetzt hier mein Abschlussfoto. Ha, und dann kann ich einpacken. Und auch hier ist total wichtig, seine Kamera zu kennen, die Einstellungen zu kennen, weil so dunkel es wird, muss man ja ständig auch bei einer Langzeitbelichtung nachregulieren. Die Blende ändern, die Belichtungszeit ändern. Jetzt bin ich auf einer 6-kündigen Belichtungszeit, auf einer Blende 6.3 ISO 100. Und mit diesem schönen Foto, ich hoffe es zumindest, yes, das ist ein Bam-Foto, verabschiede ich mich von euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Gebt mir gerne ein Like für das Video oder folgt meinem Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und für euch vielleicht noch wichtig, jetzt sind die ganzen Boote weg hier am Ammersee. Ich werde jetzt wieder verstärkt Workshops anbieten, also Fotowalks hier um den See, um euch ein paar gute Spots zu zeigen. Und wir gehen zusammen fotografieren. Weil jetzt ohne Boote auf dem Wasser ist es unheimlich schön, hier Langzeitbelichtungen im Abendrot zu machen. Also, bye bye, euer Sigi vom Ammersee.